Ja, drei Überschriften haben wir. Fangen wir damit an. Gemeinwohlökonomie. Da schreibt jemand, Ziel sei es, den Kapitalismus zu überwinden, ohne in den Sozialismus abzugleiten. Das ist doch, trifft's schon mal ganz gut. Es gibt ja immer noch so, ja, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, Wiedergabegeschwindigkeit anklicken und Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen macht Freude, weil ich so langsam rede. Also, es gibt ja immer noch so viel verblödete Menschen, die wirklich nur so denken können, entweder Kapitalismus oder Pseudosozialismus, Pseudokommunismus. Und die einfach nicht denken können, dass die entscheidende Geschichte ist eben, das Ziel sei es, den Kapitalismus zu überwinden, ohne in den Sozialismus abzugleiten. Und genau das erfüllt eben generell die Gruppe der Gemeinwohlwirtschaft. Ja, die Gemeinwohlwirtschaft allgemein, ob nun Gemeinwohlökonomie schon ausgereift genug ist, wird man sehen. Sie wissen ja, dass ich die GWO statt der GWÖ für die ausgereiftere halte. Gut, das sind alles Dinge. Aber weitere Überschriften wären, die Menschheit ist todkrank. Vielleicht können wir das ein bisschen so noch rücken. Die Menschheit ist todkrank. Sie hat Marktwirtschaft. Therapie oder Medikament, das zu verschreiben wäre, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft und polyamore, weiblich-bisexuelle Gruppenehe. Das sind die Dinge, die uns heilen können. Und die Propaganda der Marktwirtschaft hat halt alles gemacht, damit wir uns gar nicht mehr vorstellen können, in der polyamoren weiblich-bisexuellen Gruppenehe zu leben, obwohl sie höchstwahrscheinlich die in unseren Genen relativ fest und stabil verankerte einzige glücklich machende Lebensform sein dürfte. Gerne darüber diskutieren, ne? Polyamore weiblich-poly-bisexuelle Gruppenehe. Und Gemeinwohlökonomie bzw. Gemeinwohlwirtschaft ist einzige Erdrettung. Ja, damit ist alles gesagt. Und interessant finde ich noch, was neu aufgetaucht ist hier in der Partei des Gemeinwohls. Vielleicht können wir das ein bisschen runterziehen noch hier. So, jetzt ist es doch, glaube ich, ein bisschen hübscher. Interessant finde ich noch, also erstmal hier, da ist auch natürlich der Satz, Ziel sei es, den Kapitalismus zu überwinden, ohne in den Sozialismus abzugleiten. Hier, ZDF, ist der Kapitalismus am Ende, Kapitalismus abschaffen. Hier, Arte, da ist jetzt auch drin die. Das bei dem Linksradikal, der Auftritt von Christian Felber bei dem linksradikalen Journalisten Thilo Jung von Jung und Naiv. Und hier, ja, und dann noch etwas, eine Wählerstimme, die sich ja auch an die Reichen richtet. Ja, vielleicht müssen wir das doch wieder ein bisschen zurücken hier. Nee, das geht gar nicht besser. Endlich werden durch die Gemeinwohlwirtschaft mein Hausarzt und Supermarktleiter umso mehr belohnt, je gesünder ich mich durch ihr Wirken entwickle. Und genau das will ich sofort haben. Und auch alle Reichen sollten sofort mit all ihrer Kraft für die sofortige Einführung der Gemeinwohlwirtschaft kämpfen. Denn nur einzig und allein die GWW schützt die Reichen vor drohenden, gewaltsamen Revolutionen. Aha, da haben wir was vergessen.
müssen wir mal aktualisieren, ja. Und auch alle Reichen sollten sofort mit all ihrer Kraft für die sofortige Einführung der Gemeinwohlwirtschaft kämpfen, denn nur einzig und allein die GWW schützt die Reichen vor in der Marktwirtschaft immer häufiger werdenden gewalttätigen Verbrechern und vor drohenden gewaltsamen Revolutionen durch Extremisten von links oder rechts, die gerne selber pseudokommunistische oder rechte Herrscher der Welt bzw. Führer oder Diktatoren werden wollen und dafür, wie schon so oft früher in der Geschichte, bereit sind, über die Leichen der Reichen zu gehen. Ganz abgesehen davon, dass auch die Reichen, genau wie die Armen, durch Gemeinwohlwirtschaft unendlich viel mehr Wohlfühlen, Lebensglück, Gesundheit und Langlebigkeit bekommen können. Ja, und dann kann ich noch vorlesen hier meinen Brief hier, ach so, ganz kurz, ja, paar Pfötchen von mir, ja, so viel, so weit, so viel. Mein Brief, hi, ich möchte gerne in einer Gemeinschaft, Klammergruppenehe mit polyamoren Menschen, auch polybi-interessierten und polybisexuellen Frauen leben, weil mich die Weltspitze der Wissenschaft überzeugt hat, dass nur so wahrhaft glückliches Leben überhaupt jemals erreichbar wäre und wie genau dies aufzubauen wäre. Bin Mitglied der Next Scientists for Future. Und dass die Gesellschaft sich nur dann in diese Richtung entwickeln könnte und dass die Gesellschaft sich nur dann in diese Richtung entwickeln könnte, wenn die in ZDF und Arte-Sendungen diskutierte weltberühmte Gemeinwohlökonomie bzw. Gemeinwohlwirtschaft eingeführt würde, weswegen ich nebenbei auch zum externen Beraterteam der Partei des Gemeinwohls PDG gehöre, der ersten Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde. Ich hätte auch meine Wohnung als ersten vorläufigen Fragezeichen Startpunkt zur Verfügung im schönsten Zentrum von Köln, Gemeinschaft Köln Süd, Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd. Auch Musik und Sport spielen eine große Rolle in meinem Leben. Wahres, glückliches, gesundes, menschliches Leben mit viel Singen, Tanzen, Musizieren, Sport, Massage, Streicheln, Zärtlichkeit, Liebe, Sexualität. Könnte das auch für dich interessant sein? Wenn ja, dann lass uns einfach ein wenig plaudern, Montag bis Sonntags 10 und 20 Uhr oder jederzeit versuchen. Liebe Grüße, Dylan, Annoncen, Schrot und Kolonia und so weiter. Ja, das war's für heute. Tschüssi, bis bald.